Ich möchte unkompliziert mit einem Hund umgehen können. Ich möchte, dass er sich in mein Leben einpasst, dass er rennen kann, dass er aktiv ist, dass er auch daran interessiert ist, mit dem Menschen etwas gemeinsam zu machen. Wenn wir uns doch anschauen, dass gerade diese etwas ursprünglicheren Hunde, die vielleicht noch einen ganz bestimmten Job irgendwo erleben, die mit dem Menschen interagieren und das tun dürfen, wofür sie irgendwo in den Dienst dieser Freundschaft getreten sind. Sie sind an die Seite des Menschen gekommen, weil sie etwas Bestimmtes getan haben, weil sie einen bestimmten Sinn hatten und eben nicht nur vor sich hin vegetierend an der Menschenseite sind, sondern eben dieses aktive Leben, dieses Miteinander unterwegs sein und diese Aufgabe, welche es auch immer sein mag, zu verfolgen. Gerade das ist, was Mensch und Hund aktiv miteinander verbindet. Und ich glaube, dass dieses Tun zusammen und dieses Wirken zusammen auch das ist, was eine tiefe Freundschaft wirklich ausmacht. Denn du lernst auf einmal deinen Hund kennen, wie du es vielleicht nicht tun würdest, wenn er nur zu Hause auf dem Sofa liegt und jeden Tag vielleicht mal 20 Minuten um den Block spazieren geht, das Ganze angeleint und eigentlich gar nicht das ganze Repertoire zeigen kann, was ein Hund so drauf hat. Gerade dieses auch aktiv sein ist etwas, was wir als Mensch uns mit diesen Hunden erarbeiten können, wo wir mit ihnen rausgehen, wo wir auf einmal an Orte kommen, die wir so ohne Hund nie entdeckt hätten und dass wir auf Ideen kommen, auf einmal kilometerweit zu fahren, um einen besonderen Ort zu sehen, dass wir einfach für ein tolles Training mit netten Menschen, die vielleicht diese gleiche Freude mit uns teilen, dann auch unterwegs sind. Und ich glaube, dass gerade bei der Dummy-Arbeit es einfach möglich ist, den Hund sehr einfach hundgerecht auszulasten. Die Hunde, die gerne Dinge apportieren, die gerne mit den Menschen zusammenarbeiten und die gerne aktiv sind, die haben hier mit ihrem Menschen gemeinsam eine tolle Aufgabe, wo man mehr oder auch weniger viel durch kennenlernen kann. Und gerade beim Dummy-Training verbindest du viele Dinge, die der Hund gerne tun möchte, aber auch viele Aspekte deiner Mensch-Hund-Freundschaft. Denn hier findet Kommunikation statt, hier darf dein Hund Hund sein, hier darf er seine Nase einsetzen, hier darf er rennen, hier darf er toben, hier darf er viele Hindernisse überwinden. Hunde wollen draußen sein, Hunde wollen sich bewegen und gerade dieses Thema ist natürlich etwas, was wir an Hunden so ungemein lieben. Was ist es, was mich daran gerade so fasziniert hat? Dass es eben mitnehmbar ist, dass es nicht nur an einem Ort funktioniert, sondern dass du es vor der eigenen Haustür machen kannst, du aber auch irgendwo hinfährst in tolle Gegenden, wo du auf einmal durch die Landschaft gehst und Dinge und Spots entdeckst, die auf einmal zum Arbeiten toll werden, dass die Prioritäten ein wenig anders werden, du Landschaften ganz anders siehst, du
fährst vielleicht in Urlaub, du bist überall und wirst dich wundern, wie viele Menschen auf einmal ähnlich so unterwegs sind wie du. Und ich glaube, gerade das ist etwas, was wir in dieser Sportart, in dieser Arbeitsart auch lernen zu verbinden, dass es ein bisschen mehr ist, als einfach nur mit dem Hund sich zu beschäftigen, sondern ein wenig Lebensart wird, wo du Gleichgesinnte triffst, wo es Spaß macht, sich gegenseitig anzufeuern, wo es Spaß macht zu sehen, wie Teams miteinander wachsen und auch Menschen auf einmal sich bewegen in Richtungen, wo du früher vielleicht noch nie darüber nachgedacht hattest, dass du das jemals tun wirst.